bei uns lebt der Ort von der Landjung und das ist ja nach wie vor so. Aus nicht bäuerlicher Herkunft oder aus bäuerlicher Herkunft, das ist bei uns wirklich komplett egal. Und was uns wichtig ist, ist Mitgestalten des ländlichen Raums. Die Ernährungsgewohnheiten in der Stadt haben sich oft völlig verändert, auch bei jungen Menschen. Der eher gesunde, nachhaltige Lebensstil ist einfach gerade im Trend und der schlägt auch bis aufs Land seine Wellen. Man kann sowas auch natürlich als Chance sehen. Und ich glaube, die Jugend und die ländliche Jugend hat da keine Scheu davor, solche Veränderungen auch anzunehmen. Es hat schon seinen Sinn, ja, dass man auch wieder mal dann das Ruder übergeben muss, weil sonst bleibt halt alles gleich. Und das Leben ist aber Veränderung pur und darum taugt man das, wenn du sagst, ja, ich glaube, da muss man für die Jungen wirklich in die Bresche springen. Im Grunde genommen sind wir ja da als Landjugend dann auch dafür da, den jungen Menschen das Leben am Land ein bisschen zu erleichtern und denen Perspektiven auch am Land zu schaffen. Wir haben die Motivation dazu, wir haben das in uns drinnen, da ist einfach so viel mehr dahinter. Grüß euch miteinander, da mitten aus dem schönen Herzen der Steiermark vor Schladming, wo in wenigen Stunden das Neidres beginnt. Und jetzt geht es aber nicht ums Neidres, sondern es geht um unseren 125. Podcast. Ich habe heute zwei sehr, sehr sympathische Gäste bei mir. Wir haben ja schon vorige Wochen bei der Maria die Flora Schmiedermeier gehabt, die Bundesschulsprecherin. Und da haben wir gesagt, das passt eigentlich ganz gut drauf, wenn wir ein bisschen mit der Jugend weiter tun und deshalb zwei sehr junge, sympathische, liebe Menschen, zum einen die Ramona und der Markus. Sie sind die Vorsitzenden der größten österreichischen Jugendorganisation, nämlich der Landjugend. Und ich freue mich wirklich sehr und bin unglaublich stolz, dass ihr zwei zu mir nach Schladming gekommen seid. Herzlich willkommen. Ja, servus Hannes. Danke für deine Einladung da nach Schladming. Heute natürlich ein besonderer Tag. Zuerst mit dir einen Podcast aufnehmen. Dann werden wir wohl aufs Night Race auch noch schauen. Freut uns sehr, dass wir da sein dürfen. Vielen Dank, Hannes, ja, für die Einladung da nach Schladming. Freut mich jetzt mal wieder, wenn man ins Enstal zurückkommt. Ich bin ja aus Raumberg auch mit dem Enstal sehr verbunden, sage ich mal. Und da fährt man immer wieder gern da rauf. Ich muss auch sagen, es ist wirklich spannend, weil ich habe gerade vorige Woche bei einer Veranstaltung in Wien getroffen und da sind wir so wirklich auch spontan zum Reden gekommen und eben auf die Flora aufbauend, wo sie so geschildert hat vorige Woche, wie sie die Themen in der Jugend gerade sieht, Landwirtschaft, Essen, Ernährung vor allem, hat sich das eben kurzerhand ergeben, dass ich gesagt habe, das passt jetzt wirklich auch, dass ich sage, auf der anderen Seite die Bundesschulsprecherin und jetzt eng zwar im Führungsduo, also ich war ja ein bisschen am Überlegen, soll ich die Ramona einladen, soll ich Markus einladen und dann muss ich eigentlich ganz ehrlich sagen, liebe Zuhörerinnen und Hörer, die waren dann beide so sympathisch und beide so wortgewandt, dass ich mir gedacht habe, machen wir wieder mal zu dritt das Gespräch und ich freue mich wirklich sehr, dass wir in viele Themen heute gemeinsam eintauchen dürfen. Bevor wir aber jetzt auch voll ins Gespräch gehen, noch einen kurzen Hinweis, die, was jetzt bei Video mit dabei sind, ich sehe das da rechts hinter meiner Schulter, da steht der dritte Platz vom Vorjahr vom Ö3 Podcast Award und ich möchte jetzt an der Stelle nochmal ganz massiv aufrufen zum Voten für unseren Podcast. Wer nichts weiß, muss alles essen. Bitte stimmt's jeden Tag dafür auch. Wir haben wieder die Chance, ganz, ganz mit vorn dabei zu sein. Ich hoffe es halt. Aber es ist ja allein schon ein Guardian, wie es im Sport so schön heißt. Ist dabei sein ist alles. Und da kämpfen heute auf der Planei sozusagen die Slalom Weltspitze um einen Stockerlplatz und ja, vielleicht dürfen wir auf Stockerl und wenn wir das nicht schaffen, freuen wir uns natürlich auch, dass wir dabei gewesen sind. Aber es wird an uns alle liegen, je öfter, dass wir voten, umso mehr Chancen haben wir und ich denke, es ist schon spannend auch, wenn wir mit einem Wissenspodcast, so wie wir den machen, da eine große Hörerschaft erreichen. Aber starten wir los. Fangen wir mit dir an, Ramona. Stell dir mal ganz kurz vor, wer bist du, was magst du? Bist du noch gerade in der Ausbildung? Ja, erzähl ein bisschen was für dich. Ja, ich bin die Ramona, komme ursprünglich aus Kärnten, aus dem wunderschönen Laufental, wie man so sagt. Studiere jetzt schon ein paar Jahre lang in Wien, bin dort an der BOKU, habe davor Lebensmittelmanagement gemacht, mache jetzt Agrar- und Ernährungswirtschaft und
mein Herz schlägt immer ein bisschen für den Wein und deswegen mache ich da auch noch mit Wein ein bisschen was dazu und mache da noch ein zweites Studium. Bin 28 Jahre alt, ja, und schon seit vielen, vielen Jahren, 13 Jahre eigentlich genau, ja, bei der Landjugend dabei. Ein gewaltiger Werdegang, muss ich sagen. Ein zweites Studium jetzt, Lebensmitteltechnologie, habe ich das richtig verstanden? Oder? Nein, Lebensmittelmanagement habe ich gemacht. Das ist eigentlich ein bisschen eine Kombination aus Agrarwissenschaften, also Primärproduktion, woher kommt eigentlich ein Lebensmittel und über die ganze Verarbeitung bis hin zum Marketing. Alles mit dabei, ja. Und wenn man so lange bei der Landjugend schon ist, sozusagen, viel Erfahrungen gesammelt, du hast mir ja im Vorfeld schon gesagt, du bist jetzt quasi im dritten Jahr der Bundesleitung. Stimmt das? Ja, oder? Genau. Ich bin jetzt das dritte Jahr im Bundesvorstand. Ich bin damals direkt gleich in die Funktion der Bundesleiterin gestartet und darf jetzt schon die zweite Periode als Bundesleiterin angehen. Wer macht das nach wie vor sehr, sehr gerne. Ist einfach schön, wenn man seine Freizeit mit der Landjugend verbringen kann, mit dem Spirit, den an die Landjugend gibt und motiviert. Markus, zu dir. Sozusagen das Gegenüber. Es hat sich quasi immer so aufgeteilt in der Führung. Eine Frau, ein Mann, finde ich voll schön. Erzähl ein bisschen was von dir. Genau, ich bin der Markus Buchhebner, komme aus der Steiermark, aus dem jetzt Zuschlag. Ich bin Raumberg-Gumpenstein gegangen, habe dort maturiert. Bin seitdem an der BOKU, studiere dort Holz- und Naturfasertechnologie, bin da im Fertigwerden mit meinem Bachelor, mache dann anschließend einen Master auf der BOKU direkt und nebenbei mache ich noch Agrarpädagogik als Bachelorstudium dazu, dass man sich da ein bisschen breiter aufstellt und das von Raumberg den Agrarbereich quasi ein bisschen fortführt. Und du hast es gerade angesprochen, das mit unserer Doppelspitze ist uns wirklich ein großes Anliegen und auch sehr, sehr wichtig. Das haben wir seit die 70er Jahre eigentlich, da waren wir damals Vorreiter, dass wir da mit der Doppelspitze, also immer ein Leiter und eine Leiterin im Vordergrund wirklich auftreten sind und das ist uns noch immer eine Herzensangelegenheit, dass wir da wirklich die Gleichberechtigung in den Vordergrund stellen. Und du hast mir erzählt, du bist seit November Bundesobmann der Landjugend. Das heißt, es macht immer ein bisschen so einen versetzten Wechsel. Das heißt, in dem Fall führt dich die Ramona in die Funktion, glaube ich, gut ein. Und dann, wenn nach Ablauf der Periode quasi, kannst du dann die Nachfolgerin von der Ramona mal gut in die Themen einführen, oder? So, glaube ich, funktioniert das bei euch. Genau, ja. Also es ist immer so vorgesehen, dass man ein bisschen einen Übergang hat, immer einen Erfahrenen in der Leitungsfunktion zumindest schon. Und das hat in dem Fall sehr gut gepasst mit der Ramona, mit dem dritten Jahr jetzt da. Und natürlich kriegt man von die Vorgänger einiges mit. Die sind auch immer bereit, dass man das weitergibt, weil das lebt ja davon und die Landjugend lebt davon, dass immer neue Gesichter da sind, neue Funktionäre, die mit einer gewissen anderen Zugangsweise vielleicht auch Themen angängen und Themen bespülen. Und ja, da sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, glaube ich. Gut, Stichwort Themen, aber vorher noch, erklär mir mal ganz schnell, was ist eigentlich die Landjugend? Ist das irgendeine ÖVP-Organisation oder was ist eigentlich die Landjugend? Ja, die Landjugend ist ein Verein, österreichweit organisiert, mit 9 Bundesländerorganisationen. Der Landjugend Österreich, also wo wir an der Spitze stehen, als Dachorganisation und insgesamt 1200 Orts- und Bezirksgruppen in ganz Österreich. Und nein, wir sind keine ÖVP-Organisation, wir sind zwar jugendpolitisch aktiv, aber wir kehren keiner Partei an, wir sind da absolut überparteilich und beschäftigen uns einfach mit Zukunftsthemen, mit aktuellen Themen, die Jugend beschäftigt und bieten der Jugend im ländlichen Raum ein gutes Freizeitprogramm, aber auch eine gute Weiterbildung, kehren da zum größten Bildungsanbieter im außerschulischen Bereich. Ja, und haben da eigentlich Themen von Landwirtschaft über Young and International, Allgemeinbildung bis hin zu Rhetorikseminare, Moderation, Konfliktmanagement, eigentlich alles dabei.
Wie viele Mitglieder habt ihr insgesamt? Insgesamt haben wir 90.000 Mitglieder in ganz Österreich. 90.000? Ja. Boah. Zürich ist sehr, sehr respektvoll, den Hut. Eigentlich gewaltig. Ist, glaube ich, wirklich die größte Jugendorganisation, oder? Im ländlichen Raum, ja. Ah, im ländlichen genau. Raum. Genau. Wie ist das? Muss man eigentlich vom Bauernhof kommen, damit dass man Mitglied werden kann bei der Landjugend? Nein, überhaupt gar nicht. Also wir waren da schon von 1980 weg eigentlich. Also entstanden ist die Landjugend Mitte und so 1949 um und um, Anfang der 50er Jahre. Und eigentlich von 1980 weg war es dann schon so, dass die Landjugend nicht mehr nur der bäuerlichen Jugend zur Verfügung gestanden ist, sondern auch offen war für wirklich jeden im ländlichen Raum. Und wir sind auch, was man nicht glauben mag, ist in sehr viele städtische Gebiete vorne dabei. Also gerade um große Städte wie so, nehme jetzt in Kärnten her, Klagenfurtland, Villachland, wo es schon größere Städte sind, wo die Landjugend extrem aktiv ist. Aber auch, und das mag man glaube ich schon einmal überhaupt nicht glauben, dass es auch in Wien eine Landjugend gibt, die ziemlich stark und gut dabei ist. Das ist jetzt für mich auch komplett eine neue Information. hätte der Landjugend nicht zugetraut, in Wien aktiv zu sein, aber ist natürlich auch sehr cool, muss ich sagen. Die größte Jugendorganisation, Themen hast du jetzt schon ein bisschen so angeschnitten. Was sind, Markus, eigentlich Themen? Was ist eigentlich wichtig? Ich sage einmal so, es hat ja, wenn ich so jung gewesen bin, da ist ganz viel ums Festelfeiern gegangen. Das gehört natürlich, glaube ich, immer dazu. Aber ist da damals sehr exzessiv betrieben worden? Hat sich das geändert? Ich glaube, gefeiert wird nach wie vor, aber sind auch andere Themen inzwischen auch im Vordergrund? Oder ist das Schnee vergessen, was ich jetzt gesagt habe? Wie schaut es da aus? Die Feste sind natürlich nach wie vor ein Thema, also die Kultur im ländlichen Raum. Ich glaube, du kennst das von dir wahrscheinlich persönlich in Schladming. Ich meine, da ist viel los, es gibt enorm viel Tourismus, da tut sich viel. Aber in gewisse Gebiete nimmt die Landjugend mit dem Angebot, was die an Kultur und Brauchtum einbringt, wirklich einen großen Stellenwert ein, glaube ich. Und da ist es sehr wichtig, dass Feste organisiert werden, dass Projekte umgesetzt werden und dass auch die Bevölkerung da teilnehmen kann und teilhaben kann an dem und profitieren kann. Und natürlich sind die Themen viel breiter als nur wirklich Feste zu feiern. Also wir haben ganz viele Bereiche, die Ramona hat vorher eh schon angesprochen, in unsere 6 Schwerpunkte, in denen wir wirklich da auftreten. Bildung ist ein ganz ein großes Thema, generell die Persönlichkeitsentwicklung, eine sinnvolle und aktive Freizeitgestaltung ist unser ganz ein großes Anliegen, dass wir wirklich die Jugendlichen von 14 bis 35 Jahren abholen und jeden was bieten, dass jeder dabei sein kann, sich jeder entfalten kann, egal welche Meinung das er vertritt, egal von welchem Stand das er kommt, auch aus nicht bäuerlicher Herkunft oder aus bäuerlicher Herkunft, das ist bei uns wirklich komplett egal. Und was uns wichtig ist, ist Mitgestalten des ländlichen Raums. Das ist ein großes Thema. Mit unseren Projekten, die wir umsetzen in ganz Österreich, voriges Jahr waren es 186, allein unter der Dachmarke Data Jugend, die wir aus Österreich, als Landjugend Österreich eingeführt haben. Da waren 18.000 ehrenamtliche Stunden, die da geleistet worden sind, 100.000 Stunden in der Bildungsarbeit, was natürlich auch wirklich eine enorme Zahl ist und eine enorme Leistung, das muss man schon mal in den Vordergrund holen. Und da sind viele weitere Themen, Teamgeist, Demokratie, Toleranz, Eigenverantwortung bei gewissen Themen nehmen wir her, zum Beispiel das Konsumentenverhalten ist für uns auch ganz wichtig, dass die Gespüre für die Produkte da sind, also dass man wirklich weiß, was hat man in der Hand, was konsumiert man da eigentlich, vor allem wenn es nachher nicht nur die Produzenten sind, sondern auch die Konsumenten, die natürlich auch bei uns mit 50% circa in der Landjugend dabei sind. Und da sehen wir uns auch als Brückenbauer zwischen den 2 Gruppen, dass wirklich die Produzenten und auch die Konsumenten bei uns zusammenkommen und da gemeinsam ein Dach finden. Ja, ich glaube, du hast jetzt ganz wichtige Bereiche angesprochen, eben Kultur und Tradition auch noch zu vermitteln. Wie nehmt ihr das wahr? Ich sage einmal, ich war jetzt gerade bei einem Vortrag von Tristan Horks, der was das Zukunftsinstitut mit seinem Vater gemeinsam macht und hat da ein bisschen so erzählt, die verschiedensten Generationen, jetzt vielleicht genau die Generation Z, die was eben so um die Jahrtausendwende geboren worden ist, was jetzt so 20 Jahre alt ist, wo wir halt vielleicht oft sagen, ja, die wollen eben die 4-Tage-Woche, die wollen die Life-Work-Balance, also mehr frei haben wir arbeiten.
nehmt ihr da irgendwas wahr? Interessieren sich die schon noch für Tradition und Kultur? Oder sagen die, ich lebe auf Social Media, eigentlich, was da jetzt 50 Jahre vielleicht in einem Ort praktiziert worden ist, interessiert mich nicht mehr. Oder ist dann im echten Leben schon noch diese Neugierde sozusagen auf Tradition und Brauchtum vorhanden? Also ich glaube, das ist bei uns extrem wichtiges Thema. Kultur und Brauchtum, vor allem da wir vorwiegend in die ländlichen Gebiete angesiedelt sind, ist da das Gespür auch ganz anderes. Seien es Erntedankfeste, Volkstanzgruppen, irgendwelche Bräuche zu Ostern, zu Allerheiligen, was alles dazugehört. Das ist bei uns, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ich möchte vielleicht die Corona-Krise ein bisschen ansprechen. Wir haben da ja sehr, sehr gelitten drunter, unter dem Ganzen, dass wir halt einfach generell den gesellschaftlichen Part, der uns einfach sehr, sehr wichtig ist und der einen großen Teil von unserer Arbeit ausmacht, dass wir den einfach näher mehr gehabt haben. Aber wir haben halt auch sehr, sehr schnell reagiert und Alternativen geschaffen. Also wir haben ein Online-Programm aufgestellt innerhalb von einer Woche, glaube ich, nach dem Lockdown, wo wir Veranstaltungen durchgeführt haben und wirklich Themen trotzdem bespielen haben können, die wir sich vorher eigentlich nie vorstellen haben können, dass das online möglich ist. Und von denen haben wir uns sehr viel mitgenommen. Natürlich nach der ganzen Krise jetzt da, wir hoffen mal, dass zumindest vorbei ist, sind wir wieder weitgehend zurückgegangen zum normalen Programm, zum normalen Landtagsprogramm in Präsenz. Aber man nimmt sich das natürlich mit. Man lernt aus der Krise, man nimmt das Beste mit. Man kann immer jede Herausforderung als Lernchance nutzen, um daraus zu lernen, um sich weiterzuentwickeln. Das ist, glaube ich, für uns auch ein großes Thema. Und vor allem die Kultur, die Kulturgüter im ländlichen Raum zu erhalten, da ist auch sehr, sehr wichtig, finde ich. Darf ich noch fragen, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, wie alt bist du jetzt, Markus? Ich bin 22 Jahre. 22 Jahre. Ramona, du hast gesagt, du bist 28, du bist 13 Jahre aktiv bei der Landjugend dabei. Hat sich was verändert jetzt bei den Jüngeren? Merkst du einen Unterschied? Interessieren sie sich? Was ich auch jetzt ein bisschen Markus gefragt habe, wie nimmst du das wahr? Ich muss sagen, ja, ich bin mit 15 Jahren damals dazugekommen. Dort habe ich es für mich wahrscheinlich anders wahrgenommen, ja. Weil da war ich halt einfach vermehrt auf Ortsgruppenebene unterwegs, ein bisschen im Bezirk. Habe dann wohl bald einmal auch über Bezirksgrenzen ausgeschaut ins ganze Land. Aber dort habe ich halt irgendwie auch mehr das wirklich nur daheim mitgekriegt. Daheim, wie der Markus ja gesagt hat, in der Ortschaft, bei uns lebt der Ort von der Landjugend. Und das ist ja nach wie vor so. Also wenn da die Landjugend nicht irgendwo einmal ein Festl macht oder bei Maibaum aufstellen dabei ist, bei Maibaum umschneiden dabei ist, das Bäumbesenbinden, was bei uns in Kärnten extrem hochgehalten wird. Also kirchliche Bräuchtümer oder andere Sachen, das ist einfach wo die Landjugend ständig mit vorne dabei ist und das ist nach wie vor so. Also ich sehe es auch jetzt wieder, jetzt bei meinen Ortsgruppen daheim, erlebt gerade wieder einen extremen Aufschwung. Da hat sich jetzt auch gerade wieder ein bisschen ein neues Team gefunden und da arbeiten jetzt die Jungen wieder voller Elan und voller Tatendrang an dem, dass eigentlich bei uns im Ort was passiert. Aber um das vielleicht ein bisschen zu ansprechen, Hannes, was du gemeint hast wegen dem Umschwung, das Umdenken. Ich glaube, das ist bei uns bei der Landjugend eigentlich überhaupt nicht der Fall. Also wir haben das im Vorhinein auch ein bisschen diskutiert in Richtung, wie du gesagt hast, Work-Life-Balance, 4-Tage-Woche. Bei uns geht es, glaube ich, eher in die andere Richtung. Wir sehen uns eher als die bereit sind, mehr zu leisten als die Masse. Die bereit sind, freiwillig was zu tun, auch nach einem 40-Stunden-Job, wie es bei vielen ist, dass wir einfach sagen, hey, wir haben die Motivation dazu, wir haben das in uns drinnen, da ist einfach so viel mehr dahinter, als nur jetzt irgendwie eine Arbeit, die man so als Leistung ansieht, sondern das ist eine Lebenseinstellung, sage ich mal, wie wir da das Ganze betreiben. Und ich glaube, das ist bei uns eigentlich nicht so wirklich ein Thema, dass wir uns da auf das Work-Life-Balance-Thema einlassen, sondern die meisten Landjugendmitglieder draußen in ganz Österreich werden sagen, ich bin gern bereit, dass ich mehr tue, als das, was von mir erwartet wird, als was ich zum Tun habe. Und ich mache das gern ehrenamtlich. Das ist ja der Sinn vom Ehrenamt, was in Österreich auch ganz, ganz wichtig ist. Wir sind ja das Land des Ehrenamts. Und da muss ich schon sagen, dass das, glaube ich, bei uns, vor allem in der Landjugend, eigentlich nicht so das große Thema ist. Dass wir da jetzt da in Richtung Work-Life-Balance 4-Tage-Woche gehen, sondern gerne mal bereit sind, ein bisschen mehr zu geben.
Es ist voll schön, was du jetzt gesagt hast. Echt, wenn dieser 22-Jähriger sagt, taugt mir sehr. Und es ist natürlich auch immer gefährlich, und man weiß das ja schon seit den Griechen, dass die schon gesagt haben, die heutige Jugend tut überhaupt nicht mehr. Das quasi übertragt sich ja quasi von Generation zu Generation. Jede glaubt, sie haben am meisten gearbeitet, die Jungen dann eh nichts mehr. Du bist jetzt gerade der Beweis oder ist zwar, dass immer anders geht. Aber kommen wir ein bisschen auch zum Kernthema, wer nichts weiß, muss alles essen. Was habt ihr denn jetzt eigentlich denkt, wie ich frage, kann man es zu meinem Podcast? Weil, okay, nur weil man Jugendorganisation ist, heißt ja das noch lange nicht, dass man sich irgendwie mit Landwirtschaft, mit Essen, mit Ernährung auseinandersetzt. Habt ihr das Landschaftsleben schon kennt? Oder setzt den Käse mit dem auseinander? Aber fangen wir vielleicht einmal an der Basis an. Was habt ihr denkt, irgendwie schon Kontakt gehabt mit uns? Auf jeden Fall. Also wir haben uns ja letzte Woche erst kennengelernt, am Montag bei einer Veranstaltung in Wien. Und ich habe dich dann eigentlich gleich ansprechen müssen, Hannes, oder wir sind im Gespräch gleich zusammengekommen dann, dass mit der Landjugend eigentlich noch keine Verbindung da war. Und ich habe euch einen Podcast eigentlich schon von der ersten Stunde an, muss ich sagen, mitverfolgt und wirklich die meisten von euch Folgen oder die mehreren Folgen wirklich angehört und immer schon eine gewisse Begeisterung da verspürt, wenn du deine Themen mit deinen Gästen da präsentiert hast und über ja, aktuelle Themen diskutiert und geredet habt einfach. Da war schon eine sehr, sehr, sehr große Wertschätzung da für das, was ihr jetzt macht. Und deswegen hat es mich umso mehr gefreut, dass wir heute da gemeinsam ein Teil davon werden können. Lebensmittelmanagement hast du studiert. Eigentlich müssten wir auch schon auf deinem Radar irgendwo mal auftaucht sein, oder? Genau, ja. Also Landschaft, Leben eigentlich schon vor erster Stunde ein Begriff für mich gewesen. Haben dann auch in Kärnten mal einen Vortrag gehabt auf der Agrarmesse, wo wir als Landjugend vertreten waren, wo du da warst. Somit hat mich das dann eigentlich eh über meine ganze Ausbildungszeit auch mit begleitet. Und wir haben uns irrsinnig gefreut, wie wir uns vorige Woche dann wirklich persönlich kennengelernt haben und da die Einladung zu dir gekriegt haben zum Podcast und dass wir da mit dabei sein dürfen. Weil uns eben auch in der Landjugend gerade das Thema, woher kommen Lebensmittel, die Landwirtschaft, die heimische, schon sehr beschäftigt. Ist das ein Thema bei den jungen Leuten? Weil ich kann mich erinnern, wenn ich, und jetzt bin ich ganz ehrlich, wie ich so 18, 20 Jahre alt gewesen bin und auf Fesseln gegangen bin, damals muss ich ehrlicherweise sagen, habe ich mir nie Gedanken gemacht, wo kommt die Hen her? Beim Bier vielleicht schon eher, da ist natürlich dann gegangen, ist das ein Schlappinger, ist das ein Gösser, ein Murauer, ein Stiegelbier. Beim Bier witzigerweise hat man sich schon mehr Gedanken gemacht, beim Essen eigentlich gar nichts. Ja. Ist das jetzt ein bisschen Dauer? Macht man sich da Gedanken? Hat sich was verändert in den Jahren? Wie ist das jetzt, wenn sie ein Festl organisiert oder wenn sie was macht? Ja, also wie eh schon gesagt oder angesprochen, es ist für uns natürlich heimische Landwirtschaft. Die Hälfte unserer Mitglieder kommen von der Landwirtschaft und sind auch zukünftige Hofübernehmer. Das ist natürlich Thema für uns und vor allem auch in unserem Bildungsprogramm, wo wir da sehr auf heimische Landwirtschaft und auf Bewusstseinsbildung für heimische Lebensmittel setzen. Wir haben da ein Schwerpunktthema gehabt. Ich habe da eher Broschüre mitgebracht, von daheim kaufe ich ein, das sich eigentlich über die letzten Jahre bei uns total etabliert hat mit einem Veranstaltungsleitfaden, der in die Ortsgruppen zur Verfügung steht, nachdem sie seine Festl umsetzen können, wo Gütesiegel erklärt werden, etliche andere Broschüren und Dinge, die einfach ja, Seminare, Kochseminare, wo man sich einfach mit dem beschäftigt, wie kann ich mein Festl umsetzen oder wie kann ich regional kochen. Muss nicht auf Produkte setzen, die für irgendwo aus dem Ausland kommen. Und da sind wir am Land halt direkt an der Quelle. Das finde ich voll spannend. Das habt ihr da quasi einen Ratgeber für Landjugendveranstaltungen gemacht, auf was dass man schauen sollte. Das finde ich echt sehr schön gemacht und gewaltig. Weil, wie gesagt, zu meiner Zeit war das eben noch gar kein Thema. Das heißt, da hat sich die Landjugend auch das Mindset weiterentwickelt. Ja. Und wie gesagt, mir fällt es ja heute natürlich durch die Funktion Landschaft, Leben mehr auf, wenn ich heute wo, selbst bei einer Agrarmesse bin, weil es riert, wenn ich mich erinnern kann, das habe ich immer schon beklagt. Ich habe nie gewusst, wo da ein Essen herkommt, obwohl ich nur Bauern hingingen. Und das hat sich geändert. Jetzt steckt überall groß drauf, ein Grillhändler aus Österreich.
Und dass es sowas macht, so Unterlagen, finde ich gewaltig. Markus, wie erlebst du das jetzt, wenn du mit deinen Gleichaltrigen oder noch Jüngeren redest? Thema Ernährung, Essen, ist das überhaupt ein Thema mit dem Alter? Will man sich da überhaupt schon beschäftigen damit oder kommt das vielleicht irgendwann? Ich glaube, es ist ein Riesenthema bei uns. Ich meine, es kommt immer darauf an, welche Kreise, dass man unterwegs ist. Wenn ich jetzt mein näheres Umfeld annehme, zum Beispiel meine ehemaligen Schulkollegen aus Raumberg oder meine Studienkollegen jetzt in Wien, mit denen ich benannt bin, dann ist es echt oft so, dass wir gemeinsam einkaufen gehen. Und dann, ich gehe nicht gerne einkaufen, weil ich meistens viel Zeit dabei verschwende oder verbrauche, weil wir uns echt beim Einkaufen verlieren und Lebensmittel näher anschauen und einfach schauen, hey, wo kommt das her? Was ist das genau? Was ist da dahinter? Von welcher Firma wird das gemacht? Und ich glaube, dass da die Land- und forstwirtschaftliche Ausbildung schon einen gewissen Sprung gemacht hat in den letzten Jahren, dass da einfach viel vermittelt wird diesbezüglich, dass man da näher drauf schaut. Natürlich ihr mit eurer Arbeit, da kriegt man auch einiges mit, auch in die Schulen, wenn ich das so sagen darf. Und das Thema ja, Gesundheit wird, glaube ich, auch immer wichtiger. Wir sind in der Landjugend auch vermehrt sportlich, sage ich mal. Wir haben ja einen Arbeitsschwerpunkt Sport und Gesellschaft. Und da sind wir, wie soll ich sagen, auch ein bisschen auf Gesundheit natürlich fokussiert, dass wir den ganzen Tag so viel Energie haben können, unsere ganzen Projekte umsetzen können. Dafür müssen wir ordentlich gestärkt sein. Und da, glaube ich, schauen wir schon auch relativ gut drauf, was wir dann zu uns nehmen, dass wir heimische Lebensmittel konsumieren, auch Obst, Gemüse, was ganz wichtig ist, um die Vitamine auch dementsprechend abzudecken. Und ich würde sagen, es ist schon ein Riesenthema bei uns auch, bei der jungen Generation. Mir geht es eng zwar da, Ramona, dir, wenn ich in Wien bin und wir einkaufen oft zu einem Essen, die Ernährungsgewohnheiten in der Stadt haben sich oft völlig verändert, auch bei jungen Menschen. Hummus, Kichererbsen, das ist quasi sowieso schon ganz normal geworden. Geht man da auch mit der Zeit mit? Merkst du das auch bei den Jungen heute vom Land? Oder ist eher noch der Schweinsbraten das typische Essen, Leberkässemi, oder hat sich das, oder verändert sich das wirklich in ganz Österreich? Ja, ich glaube, der eher gesunde, nachhaltige Lebensstil ist einfach gerade im Trend und der schlägt auch bis aufs Land seine Wellen. Ich muss sagen, bei uns merkt man schon in der Landjugend auch jetzt bei einem Festl oder bei unseren Bundesentscheiden, die wir haben im ganzen Sommer über. Vor ein paar Jahren hat es dort halt nur ein Fleischgericht gegeben und als Vegetarier bist du dann vielleicht mit einer Semmel und einem Salat dazu abgespeist worden. Da gibt es halt jetzt wirklich schon Alternativen, dass man mal einen vegetarischen Burger oder so kriegt. Was aber auch bei uns immer drauf geschaut wird, dass heimische Produkte verwendet werden. Und ja, Kichererbsen, Hummus gibt es auch in Österreich zum Beispiel. Und das werden wir eh auch durch. Es ist sicher der Klimawandel ein Thema, was bei uns einfach möglich wird, dass wir auch mittlerweile andere Sachen produzieren und da vielleicht Alternativen schaffen können, auch zu einem sicherlich übermäßigen Fleischkonsum, den wir bei uns in Österreich haben, wo wir da einfach schon ein bisschen entgegenwirken können. Was denkt ihr, ist so, ich erlebe das jetzt viel bei vor allem bäuerlichen Veranstaltungen, dass natürlich vor allem die tierhaltenden Betriebe, die es als extremen Angriff sehen auf ihr Lehm natürlich, weniger Fleisch essen, mehr pflanzliche Alternativen bis hin zum Veganen, was jetzt also Trend wird. Was sagen da die Jungen? Haben sie Ängste oder ist man da schon bei den ganz Jungen eher so, dass man sagt, ja, ist es jetzt so und ich muss mich drauf einstellen oder ist da eine totale Abwehrhaltung? Ich würde sowas niemals als irgendeinen Angriff oder irgendwas bezeichnen oder als Angst, weil am Ende des Tages sind wir, als wenn ich jetzt einmal von den Bäuerinnen und Bauern spreche, diejenigen, die Lebensmittel produzieren. Und wenn es uns niemand abkauft und niemand isst, das, was wir produzieren, dann ist das eigentlich nichtig und dann bringt das nichts. Also wir brauchen immer am Ende der ganzen Stangen den Konsumenten, der das Produkt dann auch abnimmt und konsumiert. Und ich glaube, man muss das auch in gewisser Weise dann als Chance sehen, so eine Veränderung. Natürlich, wenn auf einmal ganz Österreich sagt, wir essen kein Fleisch mehr, dann wird das auch nicht funktionieren. Wir haben extrem viel Grünland, das wir mit unseren Rinder zum Beispiel einfach nutzbar machen können, auch durch
Milchprodukte durch Fleisch auch in weiterer Folge. Das ist ein ganz ein großes Thema bei uns im Alpenraum. Und ich glaube, man kann sowas auch natürlich als Chance sehen. Und ich glaube, die Jugend und die ländliche Jugend ist da auch nicht, hat da keine Scheu davor, solche Veränderungen auch anzunehmen. Wir sehen es ja bei uns, was sie tut, was passiert bei den Betrieben. Es werden neue Ideen geboren, was man machen kann, wie man seinen Betrieb neu aufstellen kann. Das finde ich immer ganz spannend und das möchte ich immer an die Älteren weitergeben. Ich kenne es ja von mir aus, privaten Umfeld, dass das nicht immer leicht ist, wenn es jetzt da, ja, einen Hofübernehmer quasi hast, einen Jungen oder einen Übergeber und die alten Einstellungen da sind. Wir wissen das natürlich immer zu schätzen, was die ältere Generation geleistet hat über die Jahre, wie sie den Betrieb aufgebaut und erhalten haben. Das ist eine unglaubliche Wertschätzung, die da ist für das. Aber die Zeiten ändern sich und die jungen Leute, die jungen Hofübernehmerinnen, Hofübernehmer haben Ideen, haben Vorstellungen und Visionen. Und ich glaube, mit dem Rüstzeug und mit der Weiterbildung und mit der Bildung, die sie ja genossen haben, glaube ich, kann man einer schon einiges zutrauen. Und das möchte ich auch für die älteren Generationen ein bisschen einfordern, dass man da ruhig ein bisschen Vertrauen in die junge Generation hat und einer was zutraut und vielleicht auch gewisse Veränderungen zulässt dann. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Jungen bringen einfach wieder einen neuen Schwung mit, einen neuen Elan. Gott sei Dank ist das so im Leben. Also ich kann mich erinnern, gerade voriges Jahr habe ich auch so eine Diskussion gehabt, wo mir ein älterer Mensch gefragt hat, warum kann man eigentlich nicht alle leben? Und dann habe ich mir so für mich im Stillen gedacht, es hat schon seinen Sinn, ja, dass man auch wieder mal dann das Ruder übergeben muss, weil sonst bleibt alle alles gleich. Und das Leben ist aber Veränderung pur und ich glaube, das kriegt man eh mit, wenn man voll live rein ist. Ist einfach immer ständig was in Bewegung, im Fluss und darum taugt man das, wenn du da sagst, ja, ich glaube, da muss man für die Jungen wirklich in die Bresche springen und sagen, das tut sich schon gut, wenn sich da was verändert. Kriegst du das auch mit, so diesen Mindset auf der BOKO? Wie erlebst du das da gerade? Wie führst du da auch Diskussionen? Gerade BOKO sind ja schon sehr viel, was ich weiß, aus dem urbanen Bereich, die was, sage ich mal, wenig Anbindung haben an die ländlichen Regionen oder an einem Bauernhof. Führt es da viel Diskussionen oder wie geht es euch da? Ja, schon, unglaublich. Also da ist auch für uns, da sehen wir uns dann auch wieder in der Verantwortung, wenn man sagt, man kommt aus dem bäuerlichen Bereich und hat da eine gewisse Kenntnis darüber, wie es wirklich abläuft in der Praxis, was tut sie draußen. Da muss man dann schon manchmal seine Position festlegen und wirklich uns auch vertreten dort und unsere Meinungen auch kundtun. Man sieht das nicht nur jetzt, wenn man die BOKO hernimmt, sondern auch auf andere Bereiche, nehmen wir her, auf der EU-Ebene, wenn es da um Agrarpolitik geht, um gewisse Themen. Da sind wahrscheinlich auch teilweise in Agrarausschüsse, in Umweltausschüsse gewisse Positionen drinnen, gewisse Diskussionspartner, die auch nicht unbedingt den besten Bezug zum Thema haben, aber trotzdem eine Meinung da umsetzen und kundtun dürfen, was auch gut ist irgendwo. So kommt es zu einem Diskurs, zu einem breiten und zu einer gewissen Diskussion um Themen. Aber wir dürfen nie vergessen, dass wir dann am Ende des Tages draußen die Betriebe haben in der Praxis und die das dann umsetzen müssen und die mit dem arbeiten müssen und auch von der BOKO die Absolventen gehen dann aussehen und müssen das verstehen, wie es draußen zugeht in ganz Österreich. Wir haben eine kleinstrukturierte, standardangepasste Landwirtschaft in den meisten Fällen und das ist auch ganz wichtig, dass man das transportiert. Ramona, jetzt muss ich zu dir kommen, du bist eine Kärntnerin, hast auch auf der BOKO studiert. Lebst wahrscheinlich jetzt in Wien, oder? Derzeit lebe ich in Wien, ja. Schon jetzt das vierte Jahr. Gehst du wieder zurück aufs Land? Ich werde definitiv wieder zurück aufs Land gehen. Ich sage jetzt, als junger Mensch kann man vielleicht die Chancen, die man in einer großen Stadt wie Wien hat, noch ein bisschen nutzen, ein bisschen Erfahrungen sammeln. Aber was ich absolut wichtig finde, und das ist auch ein Appell, glaube ich, an Mitstudierende, Studienkollegen, die vom Land kommen, geht zurück, zeigt am Land, was gelernt habt in der Stadt und dass auch, wie wir vorher schon gesagt haben, Brückenbauer irgendwie da sind, die das Stadtleben und das Landleben irgendwo ein bisschen zusammenbringen und wo das eine vom anderen profitieren kann. Ich frage dich das deswegen, weil ich gerade das da bei uns auch sehe, aber nicht nur jetzt in Schladming, sondern wenn ich die Obersteiermark anschaue oder wenn es natürlich Mühlviertel, Waldviertel, du hast viele Regionen in Österreich, die Jungen gehen dann studieren, dann kommt meistens ein super Job irgendwo in Wien oder irgendwo dazu, Graz, Linz,
Dann kommt die Liebe dazu und irgendwann ist man dann 7, 8, 10 Jahre in der Stadt und plötzlich hat man da sein Leben. Und ich beobachte das jetzt da schon länger und mache mir da echt ein bisschen Sorge um den ländlichen Raum, weil das ist ja auch Abfluss natürlich auch vom Intellekt, sage ich mal, ja, weil die super top ausgebildeten Menschen sind dann alle in Wien drin. Jetzt übertreibe ich natürlich ein bisschen, will es auch zuspitzen. Aber jetzt, wenn man mit einer Architektin da bei uns geht, sage ich, und wie geht's da? So sagt sie, du, mir geht's da rum voll gut. In Graz sind tausende Architekten, ja, die hauen sich die Köpfe gegenseitig ein, aufs Land wie keiner außer. Ich weiß nicht mehr, was ich zuerst tun soll. Wenn wir in Schladming einen Richter brauchen, wenn wir Ärzte brauchen für unser Spital, du kriegst keinen Arzt mehr, du kriegst niemanden mehr. Und ich habe das selbst bei Landschaft Leben gesehen, dass man die Jungen gesagt haben, die waren einmal da in Schladming und dann nach 2, 3 Monaten haben sie gesagt, du Hannes, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das Leben am Land ist so mühsam. Ich muss mir ein Auto besorgen, ich muss jeden Tag ins Auto steigen, ich muss mir im Winter Gedanken machen, wenn wir rausschauen, wir haben Schnee, Gott sei Dank wieder. Ich muss mir Gedanken machen, Ketten auflegen am Bergauf. Was, mir ist das zu mühsam da heraus. In der Stadt, gehe ich raus von der Wohnung, rein in die U-Bahn, Straßenbahn, ins Büro und wieder heim. Ich habe innerhalb 10 Minuten jedes Lokal, Fitnessstudio, alles da und ich bin anonym. Und diese Aussage, mir ist das Leben am Land zu mühsam, die habe ich nicht nur einmal gehört, sondern inzwischen sehr, sehr oft. Wie seht ihr zwar das? Ist das, kommt der Gedanke dann wirklich irgendwann einmal, dass es draußen einfach mühsam ist? Also ich muss sagen, ich persönlich habe den Gedanken so noch nie gehabt. Ich finde eigentlich sogar das Leben am Land um einiges gemütlicher und nicht so anstrengend wie in der Stadt, weil wenn da dann einfach viele Menschen sind, den ganzen Tag über, man hat nie seine Ruhe, es ist nie ganz finster. Ich genieße das daheim immer voll, wenn es dann wirklich dunkel ist, weil das hast in der Stadt einfach nicht durch die Lichtverschmutzung. Natürlich ist eine Mobilität am Land ja mühsamer. Oder dass ich halt zum nächsten Supermarkt oder zum nächsten Hofladen von einem Bauern vielleicht ein bisschen länger brauche. Aber ich glaube, im Grunde genommen sind wir ja da als Landjugend dann auch dafür da, den jungen Menschen das Leben am Land ein bisschen zu erleichtern und denen Perspektiven auch am Land zu schaffen. Sei es jetzt durch das Weiterbildungsprogramm, das wir haben, durch das aktive Freizeitprogramm, das wir haben, durch das Beleben der Ortschaften, wo wir einfach mit den Ortsgruppen draußen vorne dabei sind und so irgendwo für die Zukunft was schaffen. Ich glaube, da sind wir sicher nicht die letzte Generation am Land. Das ist einmal gut. Markus, du einen Gedanken dazu? Oder? Also ich kann da die Ramona nur unterstützen. Ich glaube, man darf auch nicht in die Bequemheit da verfallen. Ich meine, man sieht es selber auch. Ich bin jetzt auch in Wien eigentlich durchs Studium, komme auch vom Land und man hat halt alles da. Es ist so, wie du vorher beschrieben hast, das ist alles in einem Umkreis. Es geht alles so leicht. Man braucht nirgends irgendwie in ein Auto steigen oder irgendwie weiter wohin reisen. Aber das Land hat natürlich auch seine Vorteile, wenn man betrachtet, wie schnell, dass man irgendwie in der Natur ist, wie man das genießen kann, die Freizeit, die Erholung. Also ich bin unglaublich gern draußen, sei es sportlich einfach im Winter, im Sommer, sei es auf der Jagd. Ich bin leidenschaftlicher Jäger, halte mich da auch regelmäßig bei uns in den Wäldern auf und genieße das auch dementsprechend auch. Und ich glaube, das muss einem auch ein bisschen bewusst sein. Und das ist auch nicht was Kleines und auch nicht irgendwie eine Kleinigkeit. Die Wertschätzung und der Faktor da, die Ruhe, die Erholung, die Natur, die man da genießen kann. Ich glaube, das sieht man auch bei den Tourismuszahlen in Österreich, warum die Menschen zu uns kommen. Da ist die Erholung, unsere schöne Landschaft, der Alpenraum, sicher einer der größten Punkte. Ja, absolut. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen zurückkommen zum Wer nichts weiß, muss alles essen, ein bisschen auch wieder zum Thema Ernährung. Ich habe schon gesagt, das macht es natürlich sehr viel über Veranstaltungen. Ist das auch im Bildungsprogramm ein bisschen verankert? Wie schaut es da aus bei euch? Absolut. Also vor allem in der Projektarbeit, das hat der Markus vorher schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, gerade in der Projektarbeit sind die meisten Projekte sogar irgendwo in dem Bereich Konsumbildung oder Ernährungs- und Konsumbildung. Wir haben gerade im letzten Jahr wieder 4 wirklich tolle Projekte gehabt. Eins davon hat den Landjung Award gewonnen. Also das ist so wie der Ö3 Podcast Award, kann man sagen. haben wir eine Bundesprojektprämierung, wo die Projekte auf Bundesebene ausgezeichnet werden.
Das eine war von der Landjugend Manke Niederösterreich, Verwenden statt Verschwenden. Die haben sich da mit 5 kleine Teilprojekte das zum Ziel gesetzt, eben der Lebensmittelverschwendung ein bisschen vorzubeugen, haben in seinem Bezirk 80 Betriebe auf Lebensmittelverschwendung hin zertifiziert, sowohl Gastronomiebetriebe als auch produzierende Betriebe, und haben mit seinen Leitfaden, den sie dort erstellt haben, die Betriebe auch Auflagen erlegt, hey, so könnt ihr mit der Zertifizierung erstens mal rausgehen, euren Betrieb bewerben und sagen, wir schauen drauf, dass Lebensmittel nicht verschwendet werden. Das war, glaube ich, eins der tollsten Projekte im Vorjahr, deswegen hat es auch den Landjunker Award gewonnen. Mit den Spendengeldern oder Geldern, die da zusammengekommen sind im Zuge des Projekts, haben sie dann in 300 Leute oder in Äthiopien eine landwirtschaftliche Ausbildung ermöglicht. Also da sieht man dann auch wieder, okay, die Landjugend macht jetzt zwar für sich im Bildungsbereich und für Österreich was, aber auch über die Grenzen hinaus. Und die soziale Kompetenz steht auch immer irgendwo ein bisschen im Hintergrund, dass wir da wirklich auch andere Leute unterstützen und nicht nur unsere Organisation und unsere Gesellschaft. Was haben wir noch für Projekte gehabt, Markus? Genau, wenn wir auch noch weitergehen, Oberösterreich hat auch super Projekte gehabt. Da haben sie zum Beispiel Völkerrand, da hat das Kassen, haben sie direkt vom Markt da wirklich durch die Ortschaften ziehen lassen und haben sie andere Produkte präsentiert in die Ortschaften, dass man wirklich die Produkte auch vor den Vorhang geholt hat. Und die haben da über 17.000 Euro haben sie da umgesetzt mit dem Projekt für gemeinnützige Zwecke danach. Oder ist Erntedankfest in Oberösterreich, was letztes Jahr war in Linz. Es war eine Riesenveranstaltung von der Landjugend Oberösterreich. Die haben da über 22.000 Besucher in die Linzer Innenstadt geholt. Das muss man sich mal vorstellen. So ein Erntedankfest. Und da war ein Auflauf. Da ist wirklich um die Regionalität gegangen, um die Produkte, was da Österreich wirklich leistet, diese Vielfalt. Und das ist echt, da kriege ich selber eigentlich immer ein bisschen eine Gänsehaut, wenn ich solche Projekte nennen darf und wenn ich über sowas reden darf, weil da passiert wirklich ganz, ganz Großes. Jetzt hat es natürlich auch noch sehr jung, wahrscheinlich noch nicht so viel Einkommen, aber wie erlebt es jetzt diese Diskussion, weil du das jetzt gerade gesagt hast, das sind dann 22.000 Kämer zu einem Festel der Landjugend Oberösterreich zum Thema Essen. Wie erlebt ihr das jetzt mit der Teuerung? Ja? Man hört ja jetzt immer in den Medien, Lebensmittelpreise sind explodiert, Butter habe ich jetzt gerade mal wieder gelesen. Den ganzen Herbst habe ich nichts anderes gehört, als das wird Katastrophen, Weihnachten, weil es wird alles nicht mehr leistbar sein, die Menschen haben alle kein Geld, nicht mehr was ist. Es war die beste Weihnachtssaison ever, also der Handel hat sich das gar nicht mehr zu laut sagen getraut, weil es so gut funktioniert hat, sage ich gleich das, was ich drüber denke, ich muss einfach nur noch lachen, weil ständig wird uns von den Medien eingeredet, wir sind arm ohne Ende. Die Realität schaut aber oft sehr anders aus. Wie geht es eigentlich beim Einkaufen? Merkt es, kauft es anders ein? Greift man mehr zur Aktion? Und seid bitte ganz, ganz ehrlich, weil es wird schon ein bisschen auch für mich als Feedback dienen. Wie geht es eigentlich da persönlich? Also von meiner Sicht aus muss ich sagen, eigentlich gar nicht. Ich meine, man merkt es schon, dass die Preise anziehen, aber es ist für mich jetzt nicht, wenn man jetzt betrachtet, wie andere Dinge teurer werden, sei es Treibstoff, Energie, Wohnen, weiß ich nicht, alles, was da dazugehört, rundum und um, dann ist das für mich bei den Lebensmitteln eigentlich, bringt mir das nicht zum Umdenken, dass ich da jetzt deswegen zu den Aktionen greife oder vielleicht zu irgendwelche Billigprodukte oder ausländische Produkte auch von mir aus. Ich bin da eher so, dass ich sage, dass ich vielleicht zwar noch einsparen kann, dass ich sage, passt, bevor ich jetzt wirklich bei den Lebensmitteln spare, auch wenn es vielleicht wie manche draußen der schnellste Weg ist, um Geld zu sparen, weil einkaufen gehen die meisten jeden Tag. Da bin ich eher der Meinung, dass man sagt, passt, ich spare, dass ich halt nicht 3-mal im Jahr Urlaub fahre oder 5-mal, was vielleicht für manche ist, sondern halt nur 4-mal. Und wenn ich da einmal 500 Euro oder 300 Euro spare, dann glaube ich, komme ich das ganze Jahr schon ganz anders durch mit meinen Lebensmitteleinkäufen. Also du hast jetzt nirgends gesagt, ist jetzt ein Joghurt weniger oder keine Ahnung, was du auch immer isst, ein Apfel, den spare ich mir jetzt, das magst du nicht. Also für mich persönlich nicht. Also bei mir ist ja in Wien, ich
bin auch nicht der, der jetzt da sagt, ich kaufe jetzt da, weiß ich nicht, Unmengen an Fleisch und an Produkten. Ich schaue eher, dass ich da relativ am Boden bleibe. Ich tue unglaublich gern kochen selber. Und durch die Landjugendarbeit jetzt da ist das ein bisschen weniger geworden, weil wir sehr, sehr viel unterwegs sind und sehr, sehr viel auswärts essen auch, muss man sagen. Aber ich bin da eher der sagt, passt, das, was ich kaufe, es ist eh nicht extrem viel. Das ist bei mir nicht der Hauptkostenpunkt von meinem Leben, muss ich sagen. Wird sehr bekannt, bei den meisten ist das um die 10%, was ich jetzt so im Kopf habe, von den Ausgaben. Und ich glaube, da zu sparen, ist sicherlich die falsche Entscheidung und die falsche Herangehensweise. Ich muss ja wirklich lachen, weil ich habe jetzt gerade eine Umfrage, die haben es vor einer Woche auf ORF.at präsentiert. Die Leute nehmen sich quasi heuer trotz gut abgeschlossen, sage ich mal, Löhne. Wir haben ja eigentlich die Inflation, kriegen wir ja quasi im großen Stil abgegolten. Also eigentlich haben wir nicht weniger Geld dieses Jahr zur Verfügung. Aber der Großteil hat wirklich gesagt, wo wollen sie sparen? Bei den Lebensmitteln. Ramona, haben wir das irgendwie, ich habe ein bisschen das Gefühl, das ist uns die letzten 20, 30 Jahre so eingekämmert worden, dass wir echt schon völlig verblöden. Ja? Weil ich muss das jetzt leider loswerden da im Podcast, weil da wäre ich fast ein bisschen emotional. Der Dieselpreis, Benzin, ist unglaublich teilweise verdoppelt worden voriges Jahr. Ja? Und da hat die Asfinag die Bewegungsdaten quasi kommuniziert und sie haben gesagt, wir fahren wieder genauso viel wie vorher vor Corona. Ja? Obwohl, dass man, weiß bei meinem Auto, was da einmal viel tanken kostet, ja? Und da reden wir von Summen, da geht es nicht mehr um 3 Euro oder um 30 Euro, sondern da geht es wirklich um richtig viel Geld. Da überlegen wir nicht einmal, dass wir da irgendwie sparen oder was ist da passiert mit uns? Wie siehst du das? Ja, also ich kann da jetzt auch wieder nur von mir selber sprechen oder aus meinem Umkreis. Ich selber habe es nur so gelernt, dass ich für Lebensmittel ja oder dass ich Lebensmittel bewusst einkaufe, dass ich mir selber was kochen kann und dass ich, ja, einfach, ich glaube, wenn ich mir jetzt einen 5 Kilo Sack Erdäpfel kaufe, mit dem komme ich ganz lang aus und es muss ja dann nicht immer irgendwo ein Convenience-Produkt sein, wo ich vielleicht gar nicht so viel rausholen kann und das ist aber eigentlich auch teuer. Da sind wir, glaube ich, mit dem, dass wir alle gern kochen vielleicht oder gut kochen können, dass wir wissen, was stellen wir mit unseren Lebensmitteln überhaupt an, was mache ich mit dem Grundnahrungsmittel, dass ich aus dem möglichst viel rauskriege. Sind wir da sogar ganz vorne dabei und da probieren wir auch in der Landjugend immer, das in unsere Mitglieder weiterzugeben. Da sehe ich uns eigentlich ja eher in der Vorreiterrolle, wo wir sagen, eigentlich sind wir diejenigen, die das nach außen tragen können auch und vielleicht auch wir in der Stadt, unsere Studienkollegen, die vielleicht nicht vom Land kommen oder das nicht so erlebt haben, dass daheim bewusst Lebensmittel einkaufen oder dass sie sich was kochen können, sondern nur von Fertigprodukten ernähren. Ich glaube, da sehe ich uns ein bisschen in der Verantwortung, dass wir das weitergeben können und ja, dann auch wieder zurück mit aufs Land nehmen. Wir profitieren dann irgendwann später mal Bäuerinnen und Bauern, die seine Produkte wieder auf den Weg loswerden und in der heimischen Landwirtschaft so Profit machen. Ja. Da möchte ich vielleicht einhaken. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Aufgabe, was ich euch gerne mitgearbeitet, nämlich reichen Mitgliedern, den jungen Menschen zu sagen, wir sehen das nämlich wirklich, wir machen ja bei Landschaft Leben da sehr viel Befragungen, der Trend zu Convenience, der ist ja ungebrochen, wird immer mehr. Und ich selber muss staunen, ja, wenn ich heute reingehe in einen Billa zum Beispiel und da liegt zum Mittag der fertige Salat da, ja, wie teuer, dass man den verkaufen kann. Ja. Und ich muss da echt schmunzeln, ja, wie viele Leute sich den mitnehmen. Jetzt rede ich mir nur von den einen Salat, ja, als wie wenn ich mir den selber mache. Ja. Da liegen mehr wie 100% teilweise dazwischen. Und ich denke einfach, dass man das den Menschen wieder einmal sagen muss, wenn du wirklich, wie du selber gesagt hast, an 5 Kilo Sack Erdäpfel, an Butter, ein bisschen an Salat, man muss ja nicht jeden Tag ein Schnitzel essen. Ja? Aber da kann ich mich so günstig ernähren. Ja? Natürlich, wenn ich dann in Richtung Convenience gehe, oder ich sehe das selber, wenn ich in Wien bin, wenn ich dann zweimal oder Wochen oder dreimal essen gehe, da legst du inzwischen richtig Geld ab. Ja? Und ich glaube, das ist vielleicht schon eine Botschaft da von dem Podcast,
da mal wieder selber kochen. Und das taugt mir total, wenn du halt als Bundesobmann sagst, du tust selber kochen. Das war vor 20 Jahren noch nicht selbstverständlich, dass ein Mann kochen kann. Ist aber, glaube ich, ganz wichtig, ja. Eins muss ich schon auch sagen, gerade im bäuerlichen Bereich, ja, wenn ich einen Vortrag halte, ja, und ich stelle mir nur die Frage an die Männer, wer geht für euch regelmäßig einkaufen? Da gehen ein paar 300 Leute, keine 5 Hände auf. Und das ist auch, glaube ich, ein Mordsversäumnis, sage ich mal, dass wir das vor allem in die weibliche Hände gelegt haben. Ja. Und der, was aber daheim vielleicht jeden Tag die Kühe möchte und seine Schweindeln großzieht, der sieht gar nicht mehr am Ende des Tages, wie sein fertiges Produkt eigentlich verkauft wird, auch zu was sein Wert. Da muss er wirklich selber einkaufen gehen. Ja. Und ich sage aber, bitte zwingt euch auch dazu, geschätzte Herren dieser Welt, ja, bewegt euch an Hintern, sage ich es einmal vornehm, wirklich in die Geschäfte und da selber einkaufen, ja, dass ihr ein Gefühl wieder kriegt. Ja. Was passiert mit euch an der Milch? Ja? Was wird daraus gemacht? Frischkäse, Weichkäse, Hartkäse, Wurst, was für Form von Gemüse, Fleisch. Ich glaube, das braucht man wieder. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein riesiger Bildungsauftrag auch, das ist es den Mitgliedern. Und taugt mir eh voll, dass da beide sogar die Kochfrisch. Also ich bin sehr stolz auf euch. Ja. Das ist auch sicherlich bei uns wieder eine Wende, kann man sagen. Wir haben in der Corona-Zeit vor allem so unglaublich viel gemacht in dem Bereich. Kochseminare, Kochkurse, allein was wir jetzt, wenn ich es aus Ortsgruppen- und Bezirkssicht hernehme, was wir da angeboten haben für unsere Mitglieder und wie das angekommen ist und wie da die Rückmeldungen waren. Also unglaublich. Wir haben da fast jede zweite Woche irgendwas mit Kochen, mit Lebensmitteln gehabt. Das war schon sehr, 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 sehr lässig, dass wir da so eine Rückmeldung und so eine Annahme gekriegt haben. Da haben wir gesehen, wie die Wertschätzung und wie das Interesse für die Jugendlichen eigentlich ist diesbezüglich. Und wenn man selber kochen kann und auch weiß, wie man sich jetzt helfen kann da und auch weiß, was man mit ganz einfachen Mitteln, was man da gut produzieren kann, aus heimischen Lebensmitteln, also dann sieht man eigentlich, wie gut es dann eigentlich geht und wie leicht das eigentlich sein kann, dass man sich da, wenn es jetzt um einen Kostenfaktor geht, einiges an Geld sparen kann. Und ich glaube auch wirklich, was gesund produzieren kann. Also wir haben ja wirklich jetzt, wenn man schaut, okay, Trend Avocado zum Beispiel, also das ist für uns ein Produkt, das kommt ja vielleicht, wenn man mal zum Mexikaner geht, ja, mit einer Guacamole auf dem Tisch. Aber sonst schauen wir eigentlich, dass wir sowas vermeiden. Und ich muss auch sagen, ich glaube, gerade bei uns im Studentenheim, wo wir wohnen, wo das sehr viel weitergeben wird. Wir haben mittlerweile auch Veganer und Vegetarier immer mehr. Aber denen kannst du es dann auch voll nicht mitgeben. Und die verstehen das auch, dass wir eigentlich in Österreich genauso viel Superfood haben, wie ja, irgendwo in südliche Länder oder irgendwo in Übersee, dass wir da nichts importieren müssen. Wenn ich jetzt dran denke, wir haben da eher mal, war mein Auf-Zack-Projekt eigentlich, fairen Spaß am Bauernhof, wo meine Kinder das vermittelt haben. Was kann man mit heimischen Produkten alles machen, was kann man herstellen, wie funktioniert die österreichische Landwirtschaft und wo wir dann in Schulen waren, es war wiederum ein anderes Projekt, mit heimischem Superfood, da habe ich auch damals meine Bachelorarbeit dazu geschrieben. Ich habe ja nicht mehr gewusst, wo ich aufhören soll, weil es gibt eigentlich, fast alle unsere Produkte sind eigentlich so gut und haben so viele gesunde Inhaltsstoffe, da brauche ich nichts aus dem Ausland. Und Ich muss da auch, weil ab und zu ja, sagen wir uns mal schon, ja, du bist ja gegen alles, was irgendwo vom Ausland kommt, an Lebensmittel, sage ich, nein, überhaupt nicht, weil ich tue extrem gern reisen. Und wenn ich komme sehr viel nach Süditalien oder Spanien. Wenn ich in Spanien bin, dann möchte ich dort das Schwein essen zum Beispiel oder dort die Spezialitäten. Und wenn ich in Süditalien bin, dort. Aber was ich für völligen Nonsens halte, wenn mir einer letztes Mal wieder geschickt hat, in Kolumbien auf einem Bauernmarkt ist ein Südtiroler Äpfel. Ja. Warum muss in Kolumbien von Südtiroler Äpfel liegen? Ja? Was führen wir da auf? Das meine ich damit. Und ich bin auch nicht ein BS, wenn er sagt, du, ich is halt einmal, weißt du, wie du jetzt auch gesagt hast, Avocado. Ja? Wenn das einmal ist und mir schmeckt das und dann ist das eine Spezialität, was Besonderes für besondere Anlässe. Aber wenn dann plötzlich das alles zu meinem täglichen Lebensmittelverzehr gehört, da passt es für mich nicht mehr. Ja? Weil die Natur, glaube ich, hat sich schon was gedacht. Ja? Dass, ich denke, wir sind ja durch die Milch
und durch das Fett der Milch und durch Butter zum Beispiel haben wir überhaupt Europa besiedeln können. Ja. In südlichen Ländern hat das halt einfach mit Öle funktioniert, ja, die Fettversorgung der Menschen. Ja. Also das hat ja alles ein bisschen so einen natürlichen Hintergrund und heute habe ich aber ab und zu das Gefühl, alles was wir da haben, wird abgelehnt und alles was von irgendwo herkommt, ist super. Und Gott sei Dank ist das Thema Regionalität irgendwie mehr und mehr, aber ich glaube, wir müssen da in der Aufklärung, in der Bewusstseinsbildung einfach ständig dranbleiben. Ja, ich bin da auch so, ich muss sagen, ich habe ausländische Küche irrsinnig gern. Ich koche voll gern so mediterran oder isse irrsinnig gern Sushi, aber kann da ja auf ein Forellen oder auf ein Lachsforellen zurückgreifen zum Beispiel. Und damit ich die gesunden Fette aus einem Meeresfisch kriege, was vielleicht in unserem Fisch jetzt nicht drinnen ist, greife ich halt auf einen Leinsamen zurück, weil da habe ich genauso super Omega-3-Fettsäuren und Omega-6-Fettsäuren drinnen. Also ich glaube, da gibt es ja bei uns da genauso die Alternativen, die ich hernehmen kann. Ich muss nicht irgendwo aus irgendeiner Aquakultur irgendwo einen Fisch essen oder einen Lachs. Das ist auch ein super Hinweis. Können wir mal vielleicht ein bisschen, jetzt haben wir sehr viel natürlich in der Gegenwart, gehen wir ein bisschen in die Zukunft. Markus, mich interessiert ein bisschen noch jetzt von dir, auch so ein bisschen Richtung schon schlussdenkend. Wo geht deine persönliche Reise hin und auch ein bisschen so vor der Landjugend, wie siehst du das? Was hast du da in nächster Zeit vor? Und natürlich interessiert mich auch, was machst du nach dem Bokko-Studium? Also vielleicht bleiben wir uns erst einmal bei der Landjugend. Was haben wir in nächster Zeit vor? Wir sind gerade am Ausarbeiten von unserem Schwerpunktthema, das uns wahrscheinlich die nächsten Jahre begleiten wird. Nächstes Jahr feiern wir ja 70 Jahre Landjugend Österreich. Das ist für uns ein Riesenjubiläum. Da sind wir auch schon in der Planungsarbeit dafür, dass wir da wirklich was Gescheites auf die Beine stellen. Und diesbezüglich arbeiten wir halt einen Schwerpunkt aus, unter dem wir das Ganze stellen. Was genau ist, darf ich zwar noch nicht verraten, aber es soll in die Richtung gehen, dass wir, wie wir es vorher auch schon angesprochen haben, als Landjugend sicherlich nicht die letzte Generation sind, sondern die nächste und mit unseren Ideen, unseren Projekten, unserer Arbeit in ganz Österreich mit den Projekten, mit der Aus- und Weiterbildung im landwirtschaftlichen Bereich einfach gewappnet für die Zukunft sind und auch für die Herausforderungen gewappnet sind und alles meistern können. Das ist auch immer wichtig. Ich glaube, ein Pessimismus und so ein pessimistisches Denken wird es bei uns in der Landjugend nie geben. Also wenn man bei uns bei einer Veranstaltung zu Gast ist, und da darf ich dich ja gern dazu einladen, kommen wir mal bei uns vorbei, beim Best-of oder bei einem Bundesentscheid, bei einer Bundesveranstaltung. Diese Emotion, dieses Gefühl, das da in einem Raum ist, das da hochkommt, wenn wir als Landjugend bei uns sind, wenn wir über unsere Themen reden oder ja, über unsere Erfolge feiern zum Beispiel, das ist schon was ganz was Besonderes. Und das möchten wir weitergeben, dass wir gemeinsam alles schaffen können und gemeinsam auch die Krisen der Zeit sicherlich meistern werden und bewältigen können. Und zu mir persönlich, wo geht meine Reise hin? Jetzt möchte ich mal mein Studium abschließen an der Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik auf der BOKU natürlich auch. Und ja, dann bin ich eigentlich relativ offen für alles, was da daherkommt. Ich bin ja relativ breit aufgestellt, glaube ich. Ich bin sehr leicht für irgendwelche Themen zu begeistern. Bin auch sehr, sehr weltoffen, muss ich sagen. Das ist auch immer sehr, sehr wichtig, auch für uns Landjugend. Dass man sagt, man verschließt sich nicht und man geht nicht irgendwie engstirnig durch die Welt, sondern man ist offen für Neues und will was Neues ausprobieren. Deswegen lasse ich das, glaube ich, einmal offen und lasse die Zukunft entscheiden. Finde ich unglaublich schönes Mindset, was du hast. Und ich muss auch wirklich sagen, als Bundesobmann, einfach schön, wenn man da zuhören darf, wenn ein 22-Jähriger so spricht. Ich glaube, das ist genau die Attribute, was wir brauchen, weltoffen zu sein, quasi den Geist auch immer wieder zu öffnen für andere Kulturen, für andere Einstellungen, Mentalitäten. Gleichzeitig aber auch das, was man hat, zu schätzen, eine Tradition. Ich glaube, genau das ist die richtige Mischung, ja, für das Neue immer offen zu sein, das nicht zu verurteilen, aber auch gleichzeitig auch dem eigenen Wertschätzung zu gebühren. Und machen wir da um dich, glaube ich, überhaupt keine Sorgen mit deiner Einstellung und mit deinem Auftreten. Echt schön. Und das ist auch generell, was ich mir hier zu dem Gespräch mit Eng zwar mitnehme, einfach auch so, wo sie steht, so nah du, Ramona,
Echt schön. Und jetzt bin ich natürlich auch neugierig und ich muss dir die gleiche Frage stellen. Wo geht deine persönliche Reise hin? Ich habe dich zwar schon mal ein bisschen damit genervt, quasi gehst wieder zurück aufs Land. Und ich hoffe es natürlich. Aber Ramona, natürlich auch genauso an dich die Frage Landjugend. Und wenn ich das jetzt von Markus übernehme, wir sind nicht die letzte Generation. Das gefällt mir total, weil ich habe jetzt auch am Wochenende mit zwei jungen Mädchen ein Gespräch gehabt und dann sind wir halt irgendwann einmal so aufs Kinderkriegen zum Reden gekommen. Und dann sagen wir uns, nein, sie zwei werden keine Kinder kriegen. Und dann sage ich so, und warum? Ja, so haben sie mir entsetzt angeschaut, in die Welt willst du Kinder setzen? Und dann bin ich echt einmal so kurz durchgeatmet und habe gesagt, jetzt muss ich echt einmal was sagen. Sag ich, so wie wir gerade leben, ja, hat noch nie ein Mensch auf der Welt leben dürfen. Ja. Wir essen, wir müssen uns eigentlich Gedanken machen, dass wir viel zu viel Kalorien aufnehmen und nicht zu wenig. Ja. Wir leben in warmen Häusern, wir können von A nach B fahren. Ich weiß, so ums 19. Jahrhundert, also zur Jahrhundertwende, ist ein durchschnittlicher Mensch, der im Endeffekt 20 Kilometer in seinem Leben, das war sein Bewegungsradius, 20 Kilometer. Ja. Und wir fahren heute zum Kaffee trinken weiter wie 20 Kilometer. Ja. Also, und wenn wir dann junge Menschen sagen, es ist so furchtbar und so schlimm unser Welt gerade, dann muss ich sagen, sollte man sich vielleicht ein bisschen mit der Geschichte auseinandersetzen. Aber da mache ich mir bei eigentlich zwei, kann ich sagen, es ist mir nur gerade so eingefallen. Aber jetzt eben zu dir, Ramona, wo deine Reise hingeht und auch natürlich, was willst du noch zur Landjugend sagen? Ja, da vielleicht ganz kurz zum Anknüpfen. Nicht die letzte Generation Kinder kriegen, hast du jetzt gerade angesprochen. Vielleicht was wir noch in dem Bereich machen. Wir haben auch immer wieder Projekte mit Kindern, also wie wir es eigentlich eher schon angesprochen haben. Und auch immer was für die Kinder dabei in der Landjugend. Wo wir ja schon auch drauf schauen, dass die dann nachkommen, dass die gleiche Werte entwickeln, dass die ein gleiches Mindset wie wir entwickeln. Und ich glaube, da kann man ganz ohne Bedenken eigentlich Kinder in die Welt setzen. Und wir leben in einem extremen Wohlstand, wo es einfach, glaube ich, wichtig ist, dass wir sagen, gehen wir bewusst mit unserem Konsum um, gehen wir bewusst mit unseren Konsumgütern um. Und dann können wir sehr wohl noch sehr, sehr lange und sehr schön auf der Welt und in dem Wohlstand leben, den wir haben. Wo wird meine persönliche Reise hingehen? Ich habe sie vorher schon mal kurz gesagt, definitiv irgendwann mal wieder zurück aufs Land. Zurzeit muss ich auch sagen, bin ich noch gerne in der Stadt. Mir gefällt es jetzt eigentlich noch langen Jahren. Es hat auch echt einmal gedauert, dass ich sage, okay, ich bin gerne in der Stadt. Und ich sehe dort eigentlich auch einmal die positiven Seiten. Also für mich war eigentlich immer alles am Land viel, viel mehr im Vordergrund, wie es jetzt gerade ist. Und ich sage, das ist als junger Mensch ein super Schritt, den man machen kann, sich dort weiterzuentwickeln, was abzuholen, das man aber dann heimbringen kann, heim aufs Land bringen kann. Für mich ist jetzt auch einmal oberste Priorität und das sollte eigentlich in den nächsten paar Monaten passieren, meine Masterarbeit auf der BOKU abschließen. Dann den zweiten Master natürlich noch auch irgendwo mitziehen, aber das wird dann schon mehr neben Beruf sein. Was mir wichtig ist, ich habe eine irrsinnig breite Ausbildung eigentlich auch, habe mit Tourismus angefangen, in einer Tourismusschule über Lebensmittel und die Landwirtschaft. Jetzt wieder zum Wein, also eigentlich wieder fast ein bisschen zum Tourismus, was für mich aber den ganzen Kreis schön schließt. Und ich sage irgendwann einmal, wir haben immer die Leute gefragt, wie kommt man von der Tourismusschule auf Lebensmittelmanagement. Für mich war das immer so logisch, weil ich brauche im Tourismus Lebensmittel oder in der Gastronomie und will ja wissen, woher die kommen, will aus dem Produkt was Gutes machen, ob es in der Küche ist oder ob es in Gast auf dem Tisch stelle. Ich weiß, woher es kommt, ich weiß, wie es produziert wird. Ich kenne Gott sei Dank mittlerweile genug Produzenten, die mir wirklich gute Produkte auf den Tisch bringen können und kann das so dann irgendwo Menschen wieder auch frei damit machen und Menschen was Gutes zur Verfügung stellen. Und das möchte ich eigentlich mein weiteren Leben so verfolgen. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung meine Reise dann wirklich gehen wird. Aber die Kombination aus allem und alles immer ein bisschen mitzudenken, ist eigentlich das, was ich mir unbedingt mitnehmen will. Was mir extrem gut gefällt, ist, es hat beide auf einen unglaublich starken und guten Bildungsweg. Und wir mit Landschaft Leben beschäftigen uns natürlich auch sehr viel mit Bildung.
Und ich muss wirklich sagen, meine Erkenntnis ist wirklich zu allem, Bildung ist der Schlüssel. Am Ende des Tages für dich als Mensch eine gute Ausbildung, das kann oder keiner nehmen, das ein bisschen dahinter blicken zu können, nicht alles aber gleich so quasi annehmen, was irgendwer für Meinung hat, sondern selber die Möglichkeit zu besitzen, selber kritisch Dinge zu hinterfragen. Und man geht definitiv anders durchs Leben. Und ich bin echt erstaunt, ich habe das jetzt auch wirklich nicht gewusst, dass ich so einen guten Bildungsweg eingeschlagen habe und vor allem du schon, Ramona, so breit aufgestellt bist. Und das ist aber, wie soll ich sagen, taugt mir total, dass es dann an der Spitze der Landjugend steht, weil es vermittelt was, ja. Auf euch schaut man und mein ältestes Dirndl, jetzt mit 18, ist natürlich schon einige Jahre bei der Landjugend und wie ich das erzählt habe, dass sie es eben heute da hat, hat sie gesagt, bah, ja, der wird sicher voll einschlagen, der Podcast, weil das hören sich die jungen Leute an. Und mit dem muss ich jetzt schließen, sozusagen, diesen Podcast, unsere 125. Folge, dass ich mir einfach wünsche, dass eigentlich da ganz viel hören. Deine Ansichten, Ramona, deine, Markus, ich finde wirklich, dass es, und das meine ich wirklich so, großartige Menschen sind. Und einfach schön und beweist mir wieder einmal, immer wenn man so general- und Pauschalverurteilungen macht, auch die Jungen gefreut sehen wir und die sehen alles nur noch locker. Jetzt habt ihr mir heute das Gegenteil bewiesen. Und ich glaube, eigentlich geht es auch so, geschätzte Hörerinnen und Hörer, ist ja wohl schön, oder? Wenn man so junge Menschen da sitzen hat und die was so eine Einstellung in sich tragen, glaube ich, brauchen wir uns keine Ängste schüren und machen und um Sorgen um die Zukunft, sondern da kann man einfach nur stolz sein. Und darf euch gratulieren und vor allem alles, alles Gute wünschen von Herzen. Macht euch einen Weg und wir werden uns heute beim Neidres des Öfteren sehen. Besucht mich bitte bei mir im Heimatgold. Feiert es gescheit und eins kann ich zumindest garantieren, beim Heimatgold gibt es was Gescheites zum Essen. Dankeschön fürs Dasein und alles, alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank, Hannes. Danke. Danke dir nochmal für deine Einladung und vielleicht noch kurz als Abschlusssatz von unserer Seite. Die Landjugend ist sicher nicht die letzte Generation. Das taugt mir total. Das ist, da baut es echt auf was Gutes auf, weil jetzt muss ich das auch noch loswerden. Ja, das hat mir wirklich auch zum Denken gegeben. Wenn ich heute schon eine Organisation gründe und sage, die letzte Generation, da hat man von der Geschichte, glaube ich, früh nicht verstanden, weil jede Generation hat oft schwierigste Zeiten durchmachen müssen, riesige Herausforderungen bewältigen müssen. Und wenn sich die Jungen halt hinstellen und sagen, nein, wir sind sicher nicht die Letzten, taugt mir. Das ist auch eine schöne Botschaft. Ist sicherlich eine super Botschaft und auch sicherlich eine gute Schlussbotschaft. Einmal an die ganzen Hörerinnen und Hörer draußen, dass wir das mitgeben. Denkt's nach, geht's auch auf die Jugend zu. Wir sind sicherlich auch Beispiel dafür, dass man sagen kann, was wir können mit unseren Ideen, mit unseren Visionen, mit unseren Projekten und dem, was wir vorhaben, wirklich die Zukunft gestalten, die Herausforderungen meistern und alles schaffen und damit die nächste Generation und sicherlich eine super Zukunft gestalten und ja, den ländlichen Raum und auch Österreich in die Zukunft bringen. Wow, wow. Ist schon fast ganz laut. Ohne Übertreibung. Dankeschön, schön, dass du da warst. Alles, alles Gute. Und ich nehme übrigens eure Einladung an. Darf mir total taugen, wenn zwischen Landschaft, Leben und Landjugend ob hier ein Draht ist, wo man sich quasi erreicht, versteht und verständigt. Ich glaube, das war heute ein toller Auftakt dafür. Schön, dass ich kennenlernen habe dürfen. Danke. Danke. Sehr gut.